Apara niedriger. Apara ist das Gegenteil von Para. Para heißt das Höchste. Apara ist niedriger. In diesem Sinne gibt es zum Beispiel Aparabhakti und Parabhakti. Aparabhakti ist Bhakti, Hingabe, Gottesliebe, die weniger hoch ist, niedriger. Und dann gibt es Parabhakti. Aparabhakti ist zum Beispiel Hingabe und an Gott und darum zu bitten, möge es mir besser gehen, möge ich wieder gesund werden, möge ich mehr Geld verdienen. Möge ich die und die Beförderung bekommen, möge ich den Job bekommen. Aparabhakti heißt also Hingabe an Gott mit der Bitte, dass Gott etwas für einen tut. Dann gibt es eine etwas höhere Bhakti, die also weder Apara noch Para ist. Das ist die Bitte für Menschen, die einem besonders wertvoll sind. Bitte, lieber Gott, tu etwas für mein Kind. Bitte tu etwas für meinen Partner, für meine Mutter, für meinen Freund, für meine Freundin, meinen Nachbarn. Das ist jetzt nicht mehr nur für sich, sondern ist etwas für andere, ist also schon etwas höher. Aparabhakti ist vollständige Hingabe an Gott, vollständige Hingabe, sagt, oh Gott, dein Wille geschehe. Lass mich tun, was zu tun ist. Wirke du, was du wirken willst. Aparabhakti, ich bin der festen Überzeugung, Gott, du wirkst durch alles. Krishna sagt in der Bhagavad Gita, egal ob Parabhakti oder Aparabhakti, jede Bhakti ist gut. Es ist gut, Gott zu verehren. Es ist gut, zu Gott zu beten. Es ist sogar gut, zu Gott zu beten, selbst wenn du etwas von Gott willst. Jede Art von Hingabe ist gut. Und dann wird von Aparabhakti irgendwann Parabhakti entstehen. Apara und Para, diese Polarität, findest du auch in vielem anderen. Es gibt auch Aparanyana und Paranyana. Aparanyana ist das relative Wissen. Wenn du wissen willst, wie das und das funktioniert, wenn du wissen willst, wie du zum Beispiel dieses Video besser sehen kannst, ich musste vor diesen Aufnahmen schauen, dieses Wissen, wie die Kamera gut zu bedienen ist und so weiter. Und dann gibt es Aparajnana, das ist das Wissen um das Selbst. Ist das Wissen um die wahre Natur, ist die Wissen, das Wissen, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich. Aparajnana gibt ein hilfreiches Wissen, um besser helfen zu können, dienen zu können, sich selbst und die Welt besser zu verstehen. Aber Parajnana, das höchste Wissen, das ist das, was wirklich zählt. Daher Apara, niedriger.